Metal, Leute, und herzlich willkommen hier zurück bei Wingewungel. Ja, wir schauen immer noch Kommune der Freiheit, zum Thema Reflexion. Ich werde es jetzt nicht Part 4 nennen, ich habe keine Ahnung. Ich werde es einfach wahrscheinlich den Titel so übernehmen. Natürlich nochmal ein dickes Danke an die Kommune der Feigheit, die diese Videos wie immer für uns zur Verfügung stellt. Schaut gerne mal unten vorbei und lasst da mal ein Like und ein Abo da. Genau, wir gehen gleich rein. Ich bin gespannt, was er zum Thema Reflexion zu sagen hat. Das Ganze geht hier etwa 10 Minuten. Wir gucken gleich rein. Vorher noch die Mitglieder ab Woche Level 5. Hier haben wir einen neuen, der heißt Ogre Kiefer Chirurg. ASB, wunderschön. Wir haben Nightwatch, Gold Hunter, Zockende und Wichsende, Wickgeiler Furzknoten, El Pizzaralla, Haut ist keine Emotion, Raccoon, Sebastian, Sorrow, Vollkaputt, Krapfenlord, 1510, der German Grizzly, Konsolen, Buddy, auf Anfang, AMBX und der Internet Cashman. Ein besonderes Danke geht raus an die Wongle Level 10 Mitglieder, Jake Nixon, der unbesiegte Luan, kreativer Name, das Krokettensilo, Katzenmulle, Buttergolem, ASB, der Dodo, Xenomorph, Oberpfalz-Hater und der brennende Mikrowellenmuffin. Danke, danke für euren Support. So, wir gehen rein. Let's go. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, heute möchte ich mit euch über das Thema reden, was wir gestern im Live hatten. Geht's um die Kommune der Freiheit. Das Ganze ist ein Video, was eigentlich als Serie geplant gewesen wäre. Es kommen noch weitere Folgen in der Serie, wo ich auch nochmal auf das Thema eingehen werde. Es ist als Serie geplant gewesen, es kommen noch mehrere Folgen der Serie. Na also, ist es jetzt geplant und es kommt oder nicht, Rainer? Also ich hoffe auf jeden Fall drauf, dass noch ein paar Folgen kommen, denn wie gesagt, abgesehen von diesem Kinderthema, das halt wirklich nicht ganz so schön und angenehm ist, um es jetzt mal ganz, ganz nett auszudrücken, finde ich diese Videos unglaublich unterhaltsam, weil ich immer noch diese Idee, dass du eine Kommune aufziehst, absolut utopisch finde. Aber das hier wird jetzt nichts für die Serie, sondern es wird wirklich für das Video, damit das endlich mal geklärt ist. Einige Leute werfen mir ständig Sachen vor und haben ständig irgendwelche Beweise, wie sie mich irgendwie als Pedo oder sonstiges Zeug hinstellen. Ich habe auch gestern mehrere Nachrichten bekommen, du hast in 7 von 9 Nachrichten so und so viel das Wort Kind drinnen. Das Wort Kind kann schon mal sein, das vorkommt, aber nicht in Bezug auf irgendwas Pädophiles, schon gleich 2 Minuten. Ja, aber guck mal, Rainer, so, um jetzt gleich mal meine Meinung nochmal am Anfang zu sagen, logischerweise ist es alles sehr sass und es ist halt auch wirklich einfach unnötig. Wenn du so eine Kommune machen willst, in der FKK, freie Liebe, Selbstversorgung, Spiritualität, das heißt um Ofenkäse rumtanzen, schätze ich mal, ein Ding sind, okay? Dann kannst du das ja machen, ja? Aber warum musst du da Kinder drin haben? Das verstehe ich halt nicht. Lass doch das Thema Kinder einfach aus. Mach doch einfach deine Kommune ohne das Thema Kinder. Und dann hätte niemand was gesagt, Rainer. Wieso dachtest du, das wäre eine gute Idee? Und warum brauchst du unbedingt Kinder da drin? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Es gibt einen einzigen Post, in dem diese 2 Worte überhaupt in einem Zusammenhang stehen. Und in allen anderen wird in 1, 2 Posts mal darüber gesprochen, aber ansonsten nicht. So, aber das ist natürlich mal wieder schweinchenschlau. So, wir fangen aber mal von vorne an. Also, ich habe gestern im Stream das so gesagt, ich möchte mich selbst reflektieren. Das heißt ja immer, reflektiere dich selbst. Drachenlord reflektiert sich nicht selbst. Nee, tust du auch nicht. Hast du noch nie, Rainer. Und ich glaube wirklich, du weißt nicht, was es bedeutet, sich zu reflektieren. Ja, ich glaube wirklich, du weißt nicht, was es bedeutet. Und ich glaube auch nicht, dass du dich in diesem Video reflektieren wirst, weil du hast dich noch nie reflektiert, Rainer. Also probieren wir das mal. Ich habe hier im Hintergrund meinen Discord offen. Meinen Blog offen. Und in meinem Blog sind verschiedene Sachen. Es gibt 2 Arten von Beiträgen. Das eine ist der Post und das andere sind die Seiten. Warum auch immer. Gibt diese 2 Varianten. Das ist auch in 2 Teile aufgeteilt. Also insgesamt sind es 9 Beiträge und es sind insgesamt 5 Seiten und 4 Posts. Bis jetzt. Heute Abend kommen, oder heute im Laufe des Tages kommen noch 2 Posts mehr. Ich versuche so jeden zweiten Tag mal 2, 3 Posts zu machen. Okay. Also, für den Anfang.
Die Seiten sind wie folgt aufgeteilt. Es gibt für die Selbstversorgung, für die Spiritualität der Anfang, die Gruppe, das Grundstück, Ort und Gebäude und für den Freikörperkulturbereich gibt es jeweils eine Seite. Sind also insgesamt fünf. Kinder angesprochen werden überhaupt nur in zwei Posts, und zwar in der Anfang und in Freikörperkultur. Da Ja, und warum? Warum? Warum musst du das überhaupt ansprechen? Und wenn du das machst, warum bei FKK? Rainer, es tut mir wirklich leid. Also, ich finde es halt wirklich auffällig. Ich finde es halt wirklich auffällig. Ich möchte dir nicht mal unterstellen, dass du da eine Neigung hast, weil ich wirklich hoffe, dass es nicht so ist, ja? Und, ja, alles gut. Also, so viel, also hoffe ich, so viel, Gehirn, oh, traue ich dir, weiß ich nicht, ob ich es dir zutraue, aber ich hoffe es einfach mal. So. Aber Rainer, also du tust dir damit keinen Gefallen, ne? Dein Tattoo auf der Hand ist auch schon, diskutabel gewesen und jetzt diese Thematik, Rainer, es wird langsam ein bisschen viel. Also lass doch einfach das mit den Kindern raus. werden Kinder angesprochen. Wenn es überhaupt irgendeinen Zusammenhang mit Kindern im Thema Grundstück gibt, dann höchstens, dass Kinder irgendwo ja auch spielen müssen oder irgendwo auch schlafen müssen. Darüber hinaus gibt es da aber keinerlei Zusammenhänge mit irgendwas in die Richtung. Zum Thema Spiritualität und zum Thema Selbstversorgung dürften Kinder auch nicht groß thematisiert sein. In Selbstversorgung wird es immer angesprochen, dass Kinder auch mit unterstützen sollen, wenn also in drei von fünf Posts. Aber da geht es auch nicht um irgendwas Pädophiles oder ähnlichen Scheißdreck, weil das wieder mal Ich stelle mir gerade vor, wie die Kinder dazu verdonnert werden, auf hagebuddene Feldern mitzuarbeiten. Eieiei, die Armen. vorgeworfen wird. Da geht es einfach darum, Leute fragen danach, ob es auch Kinder in der Kommune geben wird. Mittlerweile bin ich daran am Überlegen, ob ich dafür sorge, dass ich da einfach reinschreibe, dass einfach Kinder gar nicht erwünscht sind in der Kommune. Und mir diese Übrigens, ich glaube, mittlerweile hat da drin stehen, dass ab 18 die Leute zugelassen sind. Bilde ich mir ein. Habe ich, glaube ich, bei Schanzenwatch gelesen. Also, er hat darauf reagiert, aber natürlich nicht, weil er das wollte, sondern weil er es musste. Aber immerhin kann man sagen, er hat es geändert. Ja, wow, Rainer. Nice, danke, Mann. ganze Scheiß einfach von Hals zu hetzen. Eigentlich ist das Ganze so gedacht, ich möchte die Kommune auf eine langfristige Situation machen, wo es auch dann über Jahre hinweg was gibt und wo es dann auch, nachdem ich nicht mehr da bin, vielleicht generationenübergreifend die Kinder vielleicht die Kommune weiterführen. So ein utopischer Typ, oder? Geil. So ein utopischer Typ. Rainer glaubt wirklich, das ist sein Lebensprojekt, dass er wirklich mit 80 im Schaukelstuhl in seiner eigenen Kommune sitzt und sagt, ja, das war der Weg, ich habe das alles super gemacht. Und dann übergibt er seinen Kindern, das Zepter der Kommune und sagt, führt sie bitte weiter, es wird super. Unvorstellbar. So, ob ich selbst Kinder haben werde, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht. Aber das ist ein anderes Thema. So, deswegen ist die Selbstversorgung damit angesprochen. Der Anfang, da wird es natürlich auch mal komplett, der Anfang ist eine komplette Übersicht. Und dann gibt es die Freikörperkultur. In der Freikörperkultur wird es auch angesprochen, aber auch nur, weil es solche kranken Menschen gibt. Ich frage mich ernsthaft, wie Menschen nur an sowas denken können. Ich sag halt, ja, ich möchte eine Kommune mit FKK gründen. Und das erste, was gekommen ist, das ist kein Scherz. Die erste Frage, die gekommen ist, werden da auch Kinder sein? Rainer, du hast Kinder mit reingeschrieben. Du brauchst doch nicht so doof zu gucken. Rainer, man geht auf deinen komischen Blog und dann stehen da Labels, da steht FKK, freie Liebe, Kinder. Rainer, checkst du irgendwas? Hä? Alter, krank? Ja, du. Aber gut, das ist jedes Mal so. Dann wird natürlich jedes Mal erzählt, ja, aber du hast dem und dem schon erzählt und dem schon gemacht. Ich habe mit Guido damals darüber gesprochen, aber das kam von Guido, nicht von mir. Aber das sieht man natürlich wieder. Mal abgesehen davon, dass der sich über Monate hinweg als Freund ausgegeben hat, mir Geld gespendet hat und was weiß ich, oder mal unterstützt hat und dann mich total verarscht hat am Ende. Echt lächerlich. Und ja, also zum Thema Kinder. Auf den Seiten von den Beiträgen gibt es in zwei Posts, wo es überhaupt groß thematisiert wird. Und ansonsten ist es vielleicht mal als Wort, weil es wurde ja darauf fokussiert, deswegen werde ich es jetzt hier ein bisschen anders aufziehen. Das als Wort, das Wort Kind ist mit dabei. Das kann sein, dass es in mehreren Beiträgen als Wort mal mit drinnen ist, aber es ist keine Thematik. Das Thema, es gibt noch nicht mal einen Post. Es gibt weder einen Post noch gibt es eine Seite. Also es gibt keinen Beitrag, wo es nur um das Thema Kinder geht. Gibt es nicht. Es gibt den Freikörperkultur, es gibt den Grundstück und Ort und Gebäude, der Anfang, Spiritualität und Selbstversorgung. Und da ist, wie gesagt, ja ein
eine. Ja, Rainer, red dich um Kopf und Kragen. Es ist wirklich wunderbar anzusehen. Da ist eine, na hier, Ding, du weißt schon, Brie, alles gut. Ah, Mann, wirklich. Also, es war von vornherein eine schlaue Idee, die Kinder mit reinzunehmen. Und wirklich, anstatt jetzt so ein Video zu machen, nimm es doch einfach raus und lass es dann weiter unkommentiert, Rainer. Man merkt doch, du kannst es sowieso nicht argumentieren. Und das kann man auch nicht verteidigen. Ich finde, das kann man auch nicht verteidigen, weil das sind relativ eindeutige Sachen, die einfach falsch sind. Das sind halt Sachen, die wirklich einfach falsch sind. Also, dass du schon eine FKK-Kommune begründen willst, ist halt schon sass. Aber dass du dann halt da aus irgendwelchen Gründen Kinder haben willst, Rainer, da braucht doch keiner drüber nachdenken, was da die Intention ist. Also, es ist halt wirklich einfach nur komisch. Da es ja eine Dings sein soll, eine Kommune, die sich auch generationenübergreifend halten kann, ist natürlich auch der Nachwuchs eine Frage des Ganzen. Und auch Rainer, anstatt wirklich, also, das ist so, ich würde mich gern schlagen, ey. Wirklich, das ist so dumm. Anstatt über irgendwas mit generationsübergreifend nachzudenken, Rainer, bau doch erstmal die Kommune auf, hol dir erstmal die Erlaubnis, guck doch erstmal, wo du das machen kannst, krieg doch erstmal die finanziellen Mittel zusammen, diese ganze Sache überhaupt auf die Beine zu stellen. Ja, wenn das steht, dann kannst du vielleicht über andere Sachen nachdenken, aber du hast noch nichts. Du hast einen verdammten Blog geschrieben und redest davon, ja, die soll ja generationsübergreifend sein. Die soll ja noch nach meinem Ableben 300 Jahre bestehen bleiben. Rainer, krieg doch erstmal irgendwas auf die Reihe, bevor du von generationenübergreifend redest. Das ist so lächerlich. weil viele danach gefragt haben, habe ich es hier und da erwähnt. So, bei den, also haben wir zwei von drei Posts, wo sie überhaupt aktiver kommentiert werden, aber es ist noch kein Post, wo es nur um dieses Thema geht. Dann haben wir hier die Idee einer eigenen Kommune, die Kommune Thema Planung. Thema Planung, persönlicher Besitz und Fragen und Antworten. So, das sind die Posts jetzt. Das sind keine Seiten, sondern das sind die Posts, das sind die restlichen vier der neuen Beiträge. In die Idee einer eigenen Kommune. Das ist mehr oder weniger nochmal das eigene Thema. Da geht es nochmal um das Gleiche, was es im Prinzip auch schon bei der Anfang geht, nur nochmal ein bisschen in einem anderen Detail und mit einem anderen Blickwinkel und einem Schwerpunkt. Ist aber mehr oder weniger nochmal so ein bisschen in die Richtung gesetzt. So, nochmal dazu übrigens, die Kommune der Freiheit soll auf drei Freiheitsfokussierungen sein. Das erste ist die Freikörperkultur, das zweite ist die Selbstversorgung und das dritte ist die Spiritualität. Ja, das hast du jetzt schon sehr oft gesagt, Rainer, und ich glaube, du bist jetzt nur FKK. Das ist das Einzige, was ich dir überhaupt glaube. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht angesprochen. Viele Leute haben aber gesagt, dass es sehr, sehr, ja, auch sehr, sehr auffällig ist. Seine Abkürzung, Kommune der Freiheit, KDF. Ich weiß nicht, wie bewandert ihr seid und schon mal was von KDF gehört habt. Kann natürlich auch Zufall sein. Ich, wie gesagt, glaube auch nicht, dass Rainer sich mit sowas identifiziert, bla bla bla. Aber ich muss auch schon wieder sagen, Kommune der Freiheit, KDF, dass das die Abkürzung ist. Naja, es ist, ich würde es als, hoffentlich als unglücklichen Zufall bezeichnen, keine Ahnung. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Und das sind diese drei Punkte halt so, ne? Das habe ich auch schon so in verschiedenen Varianten gesagt. Spiritualität, Freikörperkultur und Selbstversorgung oder eben Selbstversorgung, Freikörperkultur oder Selbstversorgung, Spiritualität, Freikörperkultur. Es wird immer wieder mal anders gesagt. Ich liste es immer wieder mal anders auf, weil es keine weil das die drei Schwerpunkte sind, so. Bestimmt, Rainer, bestimmt. Ja, klar. 33% macht jeder aus. Ja, klar. Hat aber nichts damit zu tun, dass nur der eine von den dreien ein Schwerpunkt ist. Natürlich. Zudem wird übrigens sehr oft über das Thema geredet. Sex Kommune. Das ist auch nicht. Das hat mit dem Thema Sex eigentlich nur ganz wenig zu tun, wenn überhaupt. Was zur Hölle, Rainer? Du redest von Vergnügungsschlafräumen. Du redest von einem großen Schlafraum, wo alle zugange sein können. Du redest von FKK und Polygamie, asexuelle und monogame Leute, die wollen wir da gar nicht haben und solche Sachen. Rainer, was soll es denn bitte sonst sein? Also wirklich, du verkaufst es halt so nach außen, da musst du auch mit den Meinungen der Leute klarkommen.
Und es ist hier und da halt, ich möchte einfach eine Kommune schaffen, in der halt auch wirklich jeder frei sein kann. Und da gehört das auch dazu, weil mich stört es nämlich, man sieht es schon wieder, kaum hat man das Thema überhaupt zur Sprache gebracht, da flippen alle aus, weil es so viele verklemmte Menschen gibt auf dieser Welt und so viele Idioten gibt, die nur Schwachsinn im Kopf haben. Ja, du, Rainer, du. Du schreibst diesen ganzen Wall of Text für deine komische Kommune und checkst halt nicht, was du da für ganz komische Takes drin hast, Rainer. Das Thema Sex ist eigentlich ein Thema, über das man ganz normal reden können sollte, aber das kann man nicht. Warum kann man das nicht? Weil es so viele Menschen gibt, die so viel Scheiße bauen. Aber Absoluter Bullshit. Man kann ganz normal darüber reden. Das ist wirklich gar kein Problem. Ja. Vielleicht mit irgendwelchen ganz verklemmten Menschen nicht, aber mit den meisten kannst du darüber ganz normal reden, mit denen du irgendeine ja, Bindung hast oder wenn du jetzt, weiß ich nicht, online über Aufklärung oder sonst irgendwas redest. Du kannst da ganz normal mit Leuten reden. Rainer, du tust so, als ob dich alle dafür verachten, weil da jetzt mal Penis steht oder so, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber er checkt halt nicht, dass es nach außen wirklich so rüberkommt, ja, wir machen hier eine Bumskommune quasi, ne? Und Kinder sind übrigens auch sehr erwünscht. Warum werde ich nochmal kritisiert, Edzardler? Verstehe ich gar nicht. gut. Ich möchte auf das Thema jetzt gar nicht weiter eingehen. Zum Thema Selbstreflexion auf jeden Fall. Es ist weder das eine noch das andere Thema. Es ist hier nichts wirklich groß in meinem Blog drinnen, was auf eines von beiden einen Schwerpunkt hat. Es gibt hier und da Erwähnungen von dem einen oder anderen Thema. Es gibt auch sogar gar wortwörtlich den Satz, wenn man irgendwas Falsches mit Kindern macht, dann kriegt man von mir persönlich eine Schelle, fliegt dann aus der Kommune, wird natürlich auch polizeilich angezeigt und so weiter. Also es ist definitiv gegen das Ganze. Und jetzt ja, zum Abschluss möchte ich noch sagen, ich habe mich mein Leben lang für Schwächere eingesetzt. Oh Gott, nein, nicht wieder dieser Monolog. Ja, Rainer, erzähl weiter, du hast dich immer für Schwächere eingesetzt, ja. Trigger das, ich weiß, dass die Hater mich absichtlich triggern damit, aber trotzdem triggert es mich unglaublich, wenn die Leute mir sagen, dass ich so und so bin. Weil das ist genau das Gegenteil von dem, was ich bin und auch das Gegenteil von dem, was ich sein will. Die Leute sagen zu mir, ey, du bist hier, ne, und Kinder und bla und überhaupt. Und ich denke mir so, Alter, seid ihr noch ganz sauber? Das Erste, wenn ich höre eine FKK-Kommune, dann denke ich nicht an Kinder, sondern dann denke ich so, oh cool, könnte ich vielleicht da auch mal mich ein bisschen umschauen, würde mich interessieren. Da denke ich aber nicht an Kinder. Da vielleicht. Hat auch keiner, bis du sie in deinen Blog mit eingebaut hast, Rainer. Wirklich, jetzt will er das umdrehen und sagen, dass die Leute komisch sind, weil die zuerst mit an die Kinder. Also wirklich, Rainer, ganz ehrlich, du bist wirklich im Kopf nicht mehr sauber. Ohne Witz. Man sieht doch, wer hier wirklich der kranke Mensch ist. Du. Ja, und jetzt kamen heute wieder irgendwelche Posts im Telegram, wo irgendwelche Sachen wieder aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Da stand drin, aber allgemein von Vorteil. Allgemein von Vorteil, ja, aber was allgemein von Vorteil? Nicht das, was da auf jeden Fall als stand. Das stand, ich habe da jemand ganz anderem angeschrieben und das war überhaupt nicht das, was da angezeigt wurde. Also völliger Schwachsinn mal wieder. Da fehlt wieder mal die Hälfte von den Posts und da fragt man sich doch mal wieder, wo ist da der Rest vom Hirn? Also ist da das vom Hirn dann irgendwo flöten gegangen oder was? Naja, wie auch immer. So, das wäre auf jeden Fall soweit erstmal zu meinem Thema. Also es gibt da nichts in die Richtung von wegen Pädophilie und von wegen Kinder und von wegen Sex. So, ne? Das ist weder eine Sexkommune noch irgendwas für Pädophile. Wenn da irgendwas in die Richtung passiert, kriegt ihr von mir selbst eine Klatsche. Und Ja, Rainer, sehr bedrohlich und da hat man natürlich dann auch, hat man dann Angst und die Autorität von dir, die ist natürlich auch sehr, sehr gegeben, auf jeden Fall, klar, klar, klar. Aber wirklich, es ist so schlecht, also Rainer, wenn es das nicht sein soll, also eine Bumskommune, was denn dann? Also wirklich, guck dir nochmal dein Beschreibungsvideo an und sag mir bitte, dass es keine Bumskommune ist, wirklich so lächerlich, also wirklich so lächerlich, dass man das wirklich noch so verteidigt. das hat schon den einen oder anderen auf sich latschen kaut. Finde ich alles andere als cool. Also hört bitte auf, über meine Kommune, die ich überlege zu machen, reden. Weil es ist ja noch nicht einmal fest, dass ich die überhaupt mache. Noch geiler, jetzt rudert er schon zurück. Jetzt rudert er schon zurück. Man muss auf seine Worte achten, die ich überlege zu machen. Ja, am Anfang ganz felsenfest davon überzeugt, Videos gedroppt, bla bla bla, Forum gemacht, hast du nicht gesehen. Und jetzt heißt es, ich überlege, die ja nur zu machen. Leute, ich sage euch, wie es ist. Da kommen noch zwei, drei Videos und dann war's das. Dann war's das. Und ich habe Kinder überhaupt noch nicht im Kopf. Erst einmal brauche ich Menschen, um eine Kommune zu gründen. Und dann brauche ich einen Ort, um die Kommune zu gründen. Und dann braucht man erst einmal die Leute, dass man das aufbauen kann, um das Ganze hochzuziehen. Da brauche ich nicht hergehen und erst über Kinder nachdenken. Das ist das Letzte, woran ich da denke. Das mache ich dann, wenn ich sage, ich will die Kommune über Jahre hinweg laufen lassen.
Ja, und trotzdem redest du schon von generationsübergreifend, obwohl noch nichts steht. Also Rainer, checkst du irgendwas? Hallo. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö, tschö. Ja, tschüss, das war ein Müllvideo, sorry Leute. Was anderes kann ich dazu echt nicht sagen. Also zum Thema Reflexion, ne? Er wollte sich mal reflektieren. Ob er sich jetzt reflektiert hat, das dürft ihr gerne mal in den Kommentaren entscheiden. Ich enthalte mich mal komplett zu diesem Müll. Naja. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Wingelwongel. Ach, ciao, ciao. Alter Falter, ey.